Gut, wie war das jetzt mit Lou und Schnubbi? Was wird denn hier abgehalten? Try, Pikachu, Hellnagel und Johannes sind hier. Grandios. Die haben irgendwie ihren eigenen Gymnastikclub eröffnet, habe ich so einen Eindruck. Finde ich cool, aber. Na gut, wenn's Spaß macht. So, hi Schnubbi. Lass uns spielen. Ja, okay. Das erste Item. Aber wehe, du beschummelst mich. Was wird es wohl sein? Weiß nicht, eine Krokette. Die richtige Antwort ist. Zwei Kroketten. Es war eine Krokette. Yay. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Das wiederum weiß ich überhaupt nicht. Gnocchi? Kann Die das sein? richtige Antwort ist. Ein Glasornament nicht. Es war eine Schneckenmuschel. Wow, okay. Das wiederum konnte ich mal überhaupt gar nicht heraussehen. Aber gut zu wissen. Schade, schade, aber das machen wir demnächst nochmal, ja? Ja, können wir gerne machen, Schnubbi. So, wie war denn das jetzt hier so mit dir und Lou? Lou findet unglaublich lustig. Na also, Pikachu ist sowieso viel zu jung für dich. Nessel findet er meistens lustig. Aha. Es ist so heiß, ich habe gar keinen Appetit. Oder ist das ein Sonnenstich? Keinen Appetit! Ja, kannst du mal vergessen. Frikadelle rein und hinsetzen und verdauen und so. Das fand er absolut lecker. Wow. Bisher das Beste überhaupt. Hier, von wegen kein Hunger oder so, ne? Also, geht ja mir überhaupt nicht. Noch ein kleiner Pfirsich dazu. Weißt du, steht nicht so auf gesunde Sachen. Aber in dem Fall fand das ganz okay. Gut. Habe ich jetzt noch sonst irgendwas Neues, was ich dir eventuell schenken könnte? So total tollen Arbeitsanzug und ein total tolles Hamsterkostüm. Ich habe irgendwie zu viel davon. Ein total tolles Höhlenbewohner-Outfit. Nein. Mein Schnubbi hat alles verdient, aber kein Höhlenbewohner-Outfit. Leoparden-Sweatshirt. Nein. Ich gebe ihm einfach mal so einen Arbeitsanzug. So. Dann kannst du nämlich mal einen auf hier, ja. Es passt irgendwie zu seinem Bart. Ich weiß auch nicht warum. Seltsam. Er könnte ein alter Bekannter von mir sein. Gut. Schnubbi, Schnubbi, Schnupp, Schnupp. Wir geben dem Schnubbi irgendetwas Tolles. Womit könnte er denn Lou beeindrucken? Bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen am Überlegen. Was haben wir denn Lou schon gegeben? CD hat man den beiden gegeben. Golfschläger. Nintendo 3DS XL. So, du brauchst auch noch ein 3DS. Passt. Hier, du hast mittlerweile eine Gitarre. Du hast eine Wii U. Du hast 3DS. Du hast eine CD. Also, wenn du jetzt nicht Lou rumbekommst, dann weiß ich auch nicht. Dann ist irgendwie mein Weltbild. Schnubbi und Nessel. Warum? Du findest Nessel nur manchmal lustig. Also, warum verbringst du Zeit mit ihr? Du sollst hier zu Lou gehen. Nein, nicht. Ah! Aus! Aus! Dazwischen! Nee, ich muss intervenieren hier. Das geht gar nicht. Hört auf zu reden. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Das geht dir nichts an. Aber was machst du hier? Das geht mich uns viel mehr was an. Im Kino sitzen völlig Fremde neben mir. Das verdirbt mir jeden Film. Okay. Geh mal hoch zu Lea. Die hat mittlerweile ihr eigenes Kino. Und wenn du sie ein bisschen kennenlernst, vielleicht ist dann alles in Ordnung. Schnubbi findet sie aber auch unglaublich lustig. Hellnagel passt nicht wirklich, okay. Vielleicht können wir daran irgendwann mal was machen. Als nächstes könnte sie jedenfalls eine Wii U bekommen, habe ich so den Eindruck. Das wäre irgendwie etwas, was sie dann auch wieder mehr in Richtung Schnubbi heranbringt. Also mir wurde es ja gesagt. Schokokuchen magst du nicht? Okay. Mir wurde ja gesagt, dass ich darauf achten solle, dass die Bewohner möglichst die gleichen Hobbys haben und so, weil dann wäre es umso einfacher, dass sie irgendwie zueinander finden. Und ja, wenn das so ist, dann ist das halt so und dann muss ich mich eben entsprechend darum kümmern, ist ganz klar. Gut, Lou, was gebe ich dir denn jetzt? Möchtest du? Nee, ich habe. Okay, zugegebenermaßen, ich habe echt keine passenden Damen-Outfits. Sehen wir es ein. Ballerina-Outfit möchte ich dir nicht geben.
Was anderes auch nicht. Es tut mir so leid. Ballonmütze, Lockenperücke. Möchtest du eine Lockenperücke haben? Einfach nur so? Für... weiß ich nicht was. Lou färbt sich ja auch momentan ein bisschen die Haare. Es gefällt ihr nicht wirklich. Okay. Kann ich verstehen? Gut. Ja. Wenn du darauf nicht stehst, dann halt nicht. Hut, Mütze abnehmen. Okay. Bitte, okay. Ja, ja, so. Also nie wieder eine Perücke für Lou. Dafür aber Haare färben. Haare färben, Haare färben. Wobei ich jetzt nicht mal weiß, was sie für Haare hat. Kannst du eine nette Farbe für mich aussuchen? Oder was sie für Haare will. Ich habe irgendwo am Rande mitbekommen, dass sie irgendwie so in Richtung Pink oder so gehen will. Kann das sein? Wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dann tut's mir leid, aber... Also gut. Wir probieren's mal aus. Okay. Hopi dopi dop dop. Jetzt sieht sie voll Anime-Girly aus. Also, Anime-Girly-like. Wie sehe ich aus? Ja, hübsch. Also, quasi. Irgendwie. So. Ja. Ne? Okay, gut, dann, ja. Dann viel Spaß noch. Und... häng nicht so viel mit Hering rum, weil... nein, das ist alles falsch. Ich muss euch denn alles erklären, das geht mal gar nicht. Zu Edna wollte ich noch. Weil ich immer die, Wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen, im Bild von Hering. Es ist eine halbe Ewigkeit. Kim ist sein bester Freund. Nein, wie sich das denn entwickelt hat, ich weiß es ja nicht genau. Okay, nee, ich wollte dir mal die Haare waschen, damit du deine roten Haare wieder verlierst. Bei mir geht oft etwas daneben, weil ich zu hektisch ans Werk gehe. Ja, weil du dann eben langsam aber stetig arbeiten und so, ne? Und überhaupt und sowieso. Ich glaube, wenn sie einmal badet... Also gut, ich gehe dann mal baden. Dann geht die Haarfarbe raus, kann das sein? La 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 la. Ja, ja, wir kennen's. Das hat gut getan. Yay! Okay. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, du hast deine Haarfarbe jetzt mittlerweile verloren. Und dann darüber hinaus, wie wär's denn noch mit einem total tollen Schokoladenkuchen? Irgendwie so, weil heute ein schöner Tag ist. Könnt ihr mir ja vorstellen. Gut, das fand sie nicht so toll. Mhm. Ja, dann tschüss, Edna. Wir gehen kurz mal raus. Ah, sie hat tatsächlich ihre Haarfarbe verloren. Gut, alles klar. Und dann gehen wir nochmal rein und dann schenke ich ihr jetzt mal neue Klamotten. Guten Tag. Hi. Weil, weiß nicht genau. Ich, bin total unzufrieden mit dem, was ich da sehe. So, wir gehen jetzt mal irgendwas einkaufen für dich. Hallo Maxi. Ich kaufe... nein, warum bin ich jetzt hier? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will normale Klamotten. So. Ich kaufe Edna jetzt aber auch kein Abendkleid. Ich kaufe Edna... Ballettoberteil? Auch wenn du gar kein Ballett tanzt, wird dir dieses Oberteil sicher stehen. Sieht so ein Ballettoberteil aus? Ich wüsste nicht mal, aber... na gut, okay. Mullkleid? Bequem, mädchenhaft und süß. So bist du fast immer passend angezogen. Das würde ich mal bezweifeln wollen. Polokragenkleid. Mhm. Rock-Hosenträger-Kombi. Oh Gott, das sieht ja alles super aus. Tunika-Leggings-Kombi. Es gibt einfach keine vernünftigen Klamotten für Frauen, habe ich so einen Eindruck. Sommerkleidung. Das sieht einigermaßen okay aus, finde ich. Hat sie das nicht sogar schon? Ich weiß jetzt gar nicht. Sommerkleid. Kaufen wir ein Sommerkleid. Ein Schnörkelhemd. Ne, das ist genau das, was sie momentan hat. Marmorpunktehemd. Hemd vorn geknotet. Ballettoberteil. Ich finde gar nicht, dass es gar nicht so doof aussieht. Offen gesagt. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Ich muss das mal an Edna direkt sehen. Damit ich da mal genau urteilen kann. So. Hier, guck mal. Probier mal an. Vielleicht, passt das ja. Das gefällt dir ziemlich gut. Also ich finde es in jedem Fall besser als das Schnörkelhemd. Sagen wir es mal so. Okay. Gut. Ja, dann, Edna. Dann haust du rein und so. Ich schenk dir... ich weiß nicht, was ich schenken soll. Ich sollte ihr irgendwas Normales schenken, glaube ich. Irgendetwas Normales.
Ich weiß, dass Edna Musik mag. Leider gibt's nur die Gitarre. Na gut, Maracas gibt's noch. Ich schenke ihr mein Maracas, weil es hat bisher, glaube ich, noch keiner. Ich meine, okay, Gitarre, dann wäre so... Ja, Gitarre, dann wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie irgendwie mal mit Schnubbi und Lou irgendwas zusammen macht oder so, aber was soll's. Schnappen. Es geht. Schade. Jetzt war ich so nett zu dir, Edna, und jetzt verarschst du mich hier mit diesem dämlichen Spiel. Schade. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wow. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Das möchte ich mal ganz stark bezweifeln. Danke für deine Klopapierrolle. Ja, sie kann nicht genug von Klopapierrollen bekommen. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, aber egal. So, Schnubbi kann auch nicht genug von uns bekommen. Hast du Lust auf ein Spielchen? Weshalb er noch 2-3 Dutzend Mal mit uns spielen möchte. Es geht los. Ja. Mir wurde gesagt... Schade. Dass ich länger auf meine Handfläche tippen soll. Wenn ich... Es geht los. Wenn ich versuche... Ich frage mich ja. Was machst du da? Was? Gut gefangen. Er hat versucht, mich abzulenken, dieser Drecksack. Okay, egal. Glückwunsch. Ja, ich soll länger auf die Handfläche tippen, wenn ich versuche, etwas zu fangen. Das ist für dich Ebenbild von Hering. Wahrscheinlich einfach, damit meine Hand länger zuschnappt. Danke für den Steinkohlebrocken. Habe ich schon mir schon immer gewünscht. Das ist halt Steinkohle. Gesundheit. Gut. Dann kümmern wir uns erstmal um die Probleme. Hallo Erkandor, du hast ein Problem? Nein, sag sowas nicht. Anhand dieser traumhaften Wohnung kann ich mir das mal überhaupt gar nicht vorstellen. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war beschäftigt. Termine. Überall Termine. Du machst dir keine Vorstellung. Ich kann mich einfach nicht festlegen. Hm? Wer ist wohl stärker, Löwe oder Tiger? Der Tiger, würde ich sagen. Also nichts gegen Löwen. Dem König der Tiere quasi gesehen. Aber so ein richtig großer Tiger, der ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen, ja, der Tiger. Klar, Tiger haben es einfach drauf mit der Tarnung. Jo. Ein richtig schöner Knuffeltiger. Ja. Die Kleider, die ich habe, sind alle eher schlicht und unauffällig. Aber dein Hemd steht dir trotzdem, finde ich persönlich. Gut, möchtest du noch was essen? Noch was essen? Wie zum Beispiel ein paar Kartoffelchips oder so? Oms, noms, noms. Das fand er nicht so gut. Ja, dann nie wieder Kartoffelchips? Okay. Sollte ich dir jetzt noch irgendwie was Neues kaufen? Oder irgendwie sowas in der Art? Oder... Komm, wir geben ihm jetzt eine neue Umgebung. Ich gebe ihm mal diese Maskenwohnung. Weil die was total Mystisches hat und so. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Ist jedenfalls besser als die Bretterbude, die er hatte. Willst du dich vielleicht noch? Auf eine gewisse Art und Weise würde ich zwar Angst bekommen, wenn mich hier von überall so viele Masken anstarren würden. Aber irgendwie ist das schon cool. Ein kleines Easter Egg wäre noch schön, irgendwie Majora's Mask hier irgendwie, also die Maske von Majora hier irgendwo zu verstecken. Aber okay, gut. Das wäre... Ich werde pfleglich damit umgehen. Vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Generell hält man sich mit Product Placement bei Nintendo in diesem Spiel ein bisschen zurück, finde ich. Weil man könnte doch eigentlich noch so viel, na gut, von Wii U und Nintendo 3DS XL mal abgesehen, hätte man doch noch irgendwie irgendwelche Mario-Figuren oder irgendwie sowas als Verschönerungen hier für die Wohnung einbauen können. Oder hast du nicht gesehen? Irgendwas in der Art. Wäre in der Theorie drin gewesen, glaube ich. So. Na gut, viel Spaß mit deiner Wohnung. Ich glaube, er ist jetzt glücklich und zufrieden. Leo ist nicht so glücklich, Niklas auch nicht. Gut, Leo, was soll ich mit dir machen? Das Problem ist halt, ja, ich weiß nichts über dich. Das ist so das Thema und Ding und eventuell wird sich irgendwann dein alter Ego bei mir melden, eventuell aber auch nicht. Ich weiß es nicht. In der Zwischenzeit schaue ich viel lieber mal, was bei Niklas los ist. Ja, A, O, I. Da bist du ja mal wieder, Ebenbild von Hering. Tja, damit hast du nicht gerechnet, was? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Tja, das, gut, aber dann bist du jetzt selbst schuld.
Ich könnte natürlich was Neues kaufen. Aber ich könnte natürlich auch einfach dieses wunderbare Höhlenbewohner-Outfit geben. Ich weiß nicht, wem es sonst geben soll. Es gefällt ihm ziemlich gut. Ich finde jetzt nur den Apfel auf der Birne irgendwie ein bisschen doof. Aber egal. Okay. So, was schenke ich dir denn? Irgendwas Tolles zum... Ich glaube, du bist auch mehr so jemand, der ein bisschen... Der sich ein bisschen körperlich betätigen möchte und so, ne? Deswegen schenke ich dir einfach mal einen Fußball. Fußball. Mehr Fußbälle braucht das Land.